dass ich gerne mit Hackfleisch koche. Leckeres daraus zaubere. Heute machen wir ein Hackfleischgericht. Hack Stroganow. Es ist russischer Herkunft und ein bisschen von ihr abgewandelt. Sehr, sehr lecker. Ich wünsche viel Spaß beim Zuschauen und Nachkochen. Wir sehen uns. Für das Hack Stroganow brauchen wir folgende Zutaten: 600 Gramm Hackfleisch gemischt, halb Rind, halb Schwein, 400 Gramm Champignons, eine Stange Lauch, zwei Zwiebeln und eine Knoblauchzehe schon gehackt, Senf, Tomatenmark und zusätzlich noch Salz, Pfeffer und 400 Milliliter Fleischbrühe und zum Schluss kommt noch ein Becher Schmand dazu. Als erstes braten wir die Zwiebeln an und den Knoblauch. Jetzt kommt das Hackfleisch dazu. Wird mit angebraten, ein bisschen klein machen, ein bisschen auflockern hier. Eben war gerade die Farbe schlecht, weiß ich, da ist das Infrarotlicht angegangen, deswegen war die Farbe weg. Jetzt haben wir hier 400 Milliliter Rindfleischbrühe dazugegeben, muss das Ganze erst ein bisschen köcheln. So, jetzt kommt Tomatenmark und Senf dran. Tomatenmark. Und ordentlich ein paar Löffel Senf. So, jetzt muss ein bisschen köcheln. So, jetzt kommen 250 Gramm Champignons dazu. We'll be right back.
zum Andenken. Müssen wir mal gucken. Etwas flüssig, machen wir etwas Kartoffelmehl dran zum Andicken.